Okay, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist toll, so viele interessierte Gesichter zu sehen. Es wäre schöner natürlich in Person, aber wir machen das Beste draus. Ein bisschen zu mir. Ich habe Musik studiert und bin in den 90er Jahren ausgewandert nach Los Angeles, habe dort Postgraduate at USC gemacht, Filmscoring. Bin dort hängen geblieben und dann irgendwie Riesenglück gehabt von Spielberg, mit Wim Wenders drüben gearbeitet, ein paar Firmen gegründet, Musikproduktionsfirmen, und bin dann mehr und mehr aus persönlichen Gründen in Gesundheit und Musik gegangen. Musik hat wirklich eine tiefe Kraft, und es ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, was da alles passiert und wie da Dinge passieren, wie Vorgänge ausgelöst werden können und wie die jetzt analysiert werden können und sehr fokussiert gegeben werden können. Da gibt es dieses Ding healthtunes.org, das ist eine Non-Profit-Organisation, die eben genau Musik für Gesundheit veröffentlicht, und das wissenschaftlich. Ich glaube, das ist jetzt genug, und dann schon in medias res. Ich habe vor 2 Jahren einen meiner besten Anrufe bekommen. Jetzt mache ich Share Screen. Und dieser Anruf war von Matthias Röder. Ich hoffe, ihr seht jetzt meinen Screen in voll. Super. Und er hat gefragt, ob ich bei einem Projekt mitmachen will, wo wir Beethoven helfen wollen, seine 10. Sinfonie fertigzustellen. Und ihr wisst es eh, aber es ist klar, dass man da nur Ja sagen kann und in die Luft springt, und es einfach ein Irrsinnsding ist, diese Ehre zu haben, da mitmachen zu dürfen. Und noch dazu mit so einem wahnsinnig tollen Team. So, AI hat wirklich viel in diesem Feld gemacht. Für mich gibt es ja diesen tollen Slogan, Write Music Like a Pro. Warum machen wir das überhaupt, die AI zu verwenden? Und jeder stellt sich natürlich vor, dass so ein Pro dann irgendwie ein schillernder Computer wäre. Warum machen wir das? Dieses Team, das da hier zusammengekommen ist, Matthias Röder, der Harvard studiert hat, Musicology, Ahmed Elgamal, der Computer Science Wiz ist und einige tolle Projekte schon hatte, Rutgers University, Mark Gotham, Cornell, und ich, USC, California University, haben uns da zusammengefunden mit noch viel, viel mehr Leuten. Es ist wirklich ein ganzes Dorf nötig gewesen, um das wirklich zu machen. Wir vier haben da die Drähte gezogen mit dem, was alles so passiert ist. Es wurde Machine Learning, Deep Learning eingesetzt. Und wir können mehr über Musik oder mehr über Technik reden, wenn ihr wollt. Das kann man dann, wenn ihr im Chat seid, sagen. Ich möchte gerne mit einer Frage beginnen. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die ich auch auf der Universität Studenten, Musikstudenten frage: Was ist Musik? Und irgendwo stocken die meisten, wenn das gefragt wird. Jeder kann drüber reden, aber das in einem Satz zu sagen, ist schwierig, es einfach ohne irgendwie zu beschreiben und schön und Emotion. Und Varese, der französische Komponist, hat was irrsinnig Tolles gesagt, was für mich absolut stimmt, und das bringt mich auch in die Richtung AI dann: Organized Sound. Für mich ist das der treffendste Begriff, was Musik ist. Wichtig ist jetzt auch in dem Zusammenhang, was wir besprechen, do we hear, listen, music? Anhören, zuhören ist ein aktiver Prozess, was natürlich ganz anders ist als Background-Musik. Und was natürlich in der AI eine Verführung ist, in der wir nicht eingehen wollen, ist Musik ein Service oder ist es Kunst? Ist es Commodity? Und was wir natürlich brauchen, ist, was ist Kreativität? Weil jeder wird sagen, wir brauchen Kreativität, um so etwas zu machen. Und kann die AI kreativ sein? Und da haben wir natürlich schon Argumente von Dirigenten gehört, die AI war nie betrunken, hat nie Liebeskummer gehabt. Wie kann die schreiben? Weil wir brauchen ja alle diese Dinge, um kreativ zu sein. Und da kann die Seda sicher mehr sagen, die ist wirklich Spezialist und arbeitet mit ganz tollen Leuten hier in den Vereinigten Staaten über Kreativität. Magst du da ein bisschen was jetzt sagen oder dann anhängen? Wie? Seda, magst du oder soll ich einfach weitergehen? Zum Thema Kreativität. Ja, Und wie er das messen tut, was einfach wie viel faszinierend ist. Es war irgendwie, wie kann man Kreativität messen? Was natürlich für KI und so möglich ist. Naja, ich glaube, es ist ja so, dass wir auf der einen Seite natürlich mit
dieses Projekt mit unserer For-Profit-Company, The Mindshift, in die Wege geleitet haben und eben insgesamt auch zur Geburt gebracht haben. Auf der anderen Seite haben wir eine gemeinnützige Organisation, die Sonophilia Foundations, die sich auch thematisch mit der Frage beschäftigt, was ist überhaupt Kreativität und wie können wir Kreativität eigentlich an mehr Menschen verständlich und zur Verfügung stellen. Ist das eigentlich auch in jedem wirklich drin? Heute spricht ja jeder über Kreativität. Jeder hat eine Ahnung, was das ungefähr sein könnte. Die wissenschaftliche Begrifflichkeit, die definiert eigentlich Kreativität eher dahingehend, dass man sagt, okay, kreativ ist, wenn eine Idee neu ist, originell ist, etwas in einer in einem neuen Licht zusammenstellt, aber auf der anderen Seite auch, dass es im Englischen wird immer appropriate genannt für die Domäne. Das heißt, also es ist etwas, was auch nützlich ist für die Menschheit. Also wenn ich zum Beispiel eine Spaghetti-Maschine erfinden würde, die einfach auf die Hauswand Spaghetti drauf wirft, ja, es könnte kreativ sein, aber es ist jetzt nicht unbedingt vielleicht extrem nützlich, weil wie kriege ich die Spaghetti da dann wieder runter und so weiter und so fort. Also eher messy. Aber wie man ja sofort merkt, es ist total kontextabhängig. Das könnte auch etwas sein, was total kreativ ist, wenn ich das aber innerhalb von einem bestimmten Kontext betrachte. Ne? So, und darunter fallen auch solche Kontexte natürlich auch wie Kunst. Nun, die heikle Seite von der Definition der Kreativität in der wissenschaftlichen Perspektive ist, dass wir mehr oder weniger akzeptiert haben, dass wenn wir über Kreativität sprechen, sprechen wir von einer sogenannten Big C und Small C. Ja, so. Big C, offensichtlich Sachen, die eine Domäne transformieren können, die total Industriepraxis verändern können. Das sind Innovationen, die wirklich transformativ sind und die von einer sehr breiten Gruppe von Menschen auch akzeptiert werden und angesetzt werden. Und dann hast du auf der anderen Seite die Small C, das sind sozusagen so diese tagtäglichen Kreativitäten, die ich jeden Tag bringe, um mein Leben ein Stückchen irgendwie einfacher zu gestalten. Das Problem dabei ist aber, wir geben den Leuten so ein bisschen das Gefühl, du kannst entweder das eine oder das andere machen und wie eigentlich das Small C, das Big C füttert, wird ziemlich vernachlässigt. Es ist ja eigentlich so, dass du viele von diesen Small Steps brauchst, um kumulierend dann auch auf die transformative Sachen kommen zu können. Und die Diversität der menschlichen Perspektiven in der Welt erlaubt uns heute einfach nicht mehr auf diesen alten Begrifflichkeiten von Kreativität zu beharren. Wir müssen einfach das komplett redefinieren. Dann war ja irgendwie diese Domäne der Kunst immer etwas. Die Kreativität, kann das dann überhaupt von Maschinen übernommen werden? Was passiert denn? Und das, was wir hier machen, das stellt natürlich für viele Leute total reißerisch, also einen Blick in die YouTube-Kommentare über dieses Projekt oder in den Spiegel-Artikel zum Beispiel, was darüber rausgekommen ist, genügt zu sehen, dass wir uns auf sehr dünnem Eis hier bewegen. Ja, es gefällt nicht jedem die Idee überhaupt, aber das kommt einfach daher, nicht, weil wir hier versuchen, irgendwie Beethoven zu ersetzen oder zu emulieren oder zu zeigen, schaut mal, wir brauchen keinen Beethoven mehr, weil wir hier die Maschine haben, sondern es geht hier viel mehr darum, schaut mal, was heute schon alles möglich ist und wie weit reicht denn eigentlich eure Imagination? Was könnt ihr euch denn für eine Zukunft vorstellen, wenn diese Technologie jedem zur Verfügung stünde? Und da wird keiner mehr sich einfach hinsetzen können und sagen können, so, ich bin jetzt mal zufrieden mit meiner Stapel A, Stapel B Transportierarbeit, sondern auch Kunst wird sich reinventieren, also wiedererfinden müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein
guter Blick. Und auch, ich bin sehr froh, ein Teil von diesem Team zu sein. Wir schreiben Geschichte und das ist wirklich eine coole Sache. Ich glaube, ganz wichtig, dir der Danke, ist, dass wir den Menschen dadurch nicht ersetzen wollen. Für mich war einer der tollsten Punkte, wie ich in Bonn war, im Beethovenhaus und diese tollen Instrumente sind, habe ich seinen Federkiel gesehen. Und das ist wirklich eine Gänsefeder. Von der linken Seite einer Gans, dann ist sie richtig gebogen, ein Rechtshänder. Und das ist Technologie. Und wenn diese Technologie nicht gewesen wäre, hätten wir nicht die Symphonien so, wie sie sind, dann wären sie vielleicht anders übertragen worden oder weiter erzählt worden, würden sich ändern. Technologie war immer wichtig und hat uns weitergeholfen, wird uns weiterhelfen. Und es haben viele Leute Angst davon. Und wir wollen auch der Menschheit die Angst nehmen. Das ist jetzt ein Tool, der nicht das nicht einfach schnell Musik macht und Copyrights einräumen soll und dann das Spotify ein bisschen mehr Umsatz kriegt, was leider passiert mit François Boucher, der Franzose, der von Sony geheuert wurde. Es ist ein größerer Gedanke. Wir wollen wirklich helfen, dass jeder mehr Kreativität in sich findet. Und was ist Kreativität? Und ich habe schon gemerkt, ich liebe diese ganz kurzen Sätze. Für mich, und das war der Prozess, den ich jetzt in den letzten 2 Jahren mit diesem Projekt gemacht habe. Es ist Choice, es ist Wahl. Und es ist sicher genauso Wahl gewesen für Beethoven, der im Neokortex sind Ideen runtergeflossen, sicher sehr, sehr viele. Und er hat dann die eine gewählt, die für ihn wichtig war und richtig war. Und hier haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Prozess. Die Methodology, die wir verwendet haben, ist, ihr seid ja sehr viele oder eigentlich alle Musiker, Natural Language Processing. Das heißt, wir haben einen Korpus kreiert, der der AI gelernt hat, worauf sie schauen soll. Und ich habe beim ersten Meeting mit Ahmed, und übrigens schaut euch beim Ahmed Elger mal, der jetzt dann da drinnen ist, den TED-Talk an, der redet über Kreativität auch. Und er findet, es muss originell sein und auch wieder kopiert werden. Und er zeigt also mathematisch Flowcharts, wie oft die Mona Lisa kopiert wurde. Und das macht dann ein Meisterwerk, ein kreatives Meisterwerk aus. Es gibt originelle Dinge, die dann nie mehr wieder kopiert werden und vergessen sind. So hier, wir haben wahnsinnig viele Teile in diesem Puzzle. Das ist mehr als dreidimensional hier. Ahmed hat auch gemacht Bilder und hat einen Bildermodus geschaffen, wie ein Bilder based on alten Werken gemacht hat. Und hier haben wir immer mehr und mehr gemerkt, wie wichtig der Korpus ist. Das heißt, die Werke, die wir hineingeben, wo die AI lernt und was sie damit macht und wie sie die interpretiert. Und für mich war das Faszinierendste, das war so ein Ding, das ich überhaupt nicht verstanden habe am Anfang. Ich habe immer gedacht, als Musikstudierender, wir müssen AI lernen, was man nicht machen darf. Was wir immer unseren Kindern sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Die AI hat kein einziges Ding gelernt, was man nicht machen darf durch Constraints. Es hat nur gelernt, was gemacht wurde von Beethoven und den Meistern und hat das genommen und weiterentwickelt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was hier passiert, was das Komponieren von einer wirklich anderen Seite sieht und wo wir auch Wind nehmen können von Menschen, die sagen, ja, hat einen Liebeskummer gehabt, weil der Liebeskummer in dem Fall von Beethoven ist in seiner Noten und die sind analysiert, die sind da weitergebracht und jetzt nicht von einem Menschen irgendwie interpretiert, sondern wirklich für das genommen, was sie waren. Und ihr wisst alle, es gibt Tonhöhe, es gibt die Zeitlänge jeder Note und dann die absolute Zeit. Was witzig war für mich, die AI hat immer MIDI-Files bekommen, die dann weiter konvertiert worden sind und hat am Anfang überhaupt nicht einen Sinn dafür gehabt, was Takte sind. Und hat am Anfang irgendwie alles in vierer Gruppen gesetzt und so gelernt. Wenn man so wirklich viel Musiktheorie da durchstudiert, was wo passiert. Am Anfang haben wir einen großen Korpus drin gehabt, sogar mit Coldplay, und plötzlich hat einer der Variationen nach Coldplay geklungen und nach Shostakovich und gewusst, dass wir das sehr spezifisch sein müssen und sehr genau sein müssen. Und ihr wisst ja alle, so eine Partitur, Orchesterpartitur hat wahnsinnig viele Inputs. Pro Satz haben wir ungefähr 40.000 Inputs. Das ist, wie man jetzt großen Code schreiben würde.
und da passiert wirklich viel. Und wie jede Note zusammenhängt mit der nächsten. Das Schwierigste für uns war, der AI zu lernen, wie man Themen entwickelt. Ohne Constraints. Und da geht es wirklich tief um den Zeit, das am Schluss kann ich dir gerne mehr darüber sagen. Also wir haben eine Trainingsphase gehabt, wo wir den Korpus mit existierender Musik gemacht haben, natürlich pre-Beethoven und Beethoven. Die Schwierigkeit ist, wir brauchen irrsinnig viele Daten. Er hat leider nur 9 Sinfonien geschrieben, die 10. angefangen, ich zeige dann Sketches. Da gibt es wirklich ganz kleine Teile, manchmal nur ein paar Takte für Themen, die in seinem Kopf waren, aber leider nicht alle im Papier. Und dann hat es ein Output gegeben und da haben wir, das ist das Faszinierende bei AI, über Nacht hunderte Versionen bekommen können. Und die Frage ist, wo beginnt Kreativität? Drinnen oder draußen? Was für die AI, für die KI nicht so wichtig ist, weil sie einfach lernt von dem Medium Kreativität. Hier haben wir einen Sketch, so, das war die Handschrift von Beethoven. Es ist schwer leserlich. Hier haben wir das Scherzo-Thema. Wir haben das war das längste, 24 Takte. Das ist eigentlich sehr wenig. Wenn man denkt, dass ein 3-4 Takt ist, kommt da wenig Information hinein. Und das Trio hat nur 7 Takte gehabt. Und es war interessant. Er hat ja meistens nur Melodie eingegeben, die Themen eingegeben, das Motiv eingegeben. Jetzt seid ihr Musiker, wisst ihr, ich könnte das jetzt eingeben, diesen Sketch, der in C-Moll oder in S sein könnte, oder überhaupt variieren. Ich könnte da andere, einfach ganz andere Harmonien und Tonarten verwenden. Da haben wir auch wieder der AI gelernt, wie harmonisiert wird. Das sogenannte Seed, das ist der Seed, den ihr da seht, und wie der harmoniert wird. Und von dem wird dann ausgegangen und kriegen Renditions. Und da ist entwickelt worden, wirklich so ein Hebel, wie treu er dem Thema sein soll oder wie weit er weggehen soll. Und da haben wir ganz verschiedene, wahnsinnig faszinierende Tonfolgen bekommen und bald gemerkt, wo der beste Prozentsatz ist, wie sehr sich anhalten soll an einem anderen Beethoven-Werk und auch an das Thema. Es war sehr interessant für uns zu sehen, seine Skizzen, das sind Briefe, er wollte Herrgott, wir loben dich, den wir nun haben. Das ist eine alte Kirchenhymne, die auch der Bach arrangiert hat. Das ist noch in einer Kirchentonart. Er greift auf die Pathetik zurück, war vielleicht sein größter Hit, sozusagen, neben der Moonlight-Sonata, die er sehr jung geschrieben hat, da war er in seinen 20ern. Es gibt ein 6/8-Thema, ein kurzes, die Fuge und dann das Gratulationsmenuett. Irgendwie sehen wir, dass er da sehr tief zurückgreift. Die Fuge ist irgendwie in die Richtung Bach, Gratulationsmenuett. Wenn ihr das anhört, ist es ein sehr, sehr königliches Werk, das er geschrieben hat und das es aufgeführt gibt. Kann ich mitverfolgen. Sind wir jetzt schon, seht ihr, in AI gegangen. Und da hat er uns Ideen geliefert. Meine Aufgabe war, dass es da hunderte Variationen gibt und dann das zu finden, was musikalisch wirklich Sinn macht und thematisch bleibt. Hier ist noch dieses 6/8-Thema, ein wunderschönes Thema. Auch wie ihr seht, ganz kurz, wo ein bisschen Harmonie angegeben hat, wahnsinnig schwer zu lesen, so ein Papier, da ist die Frage, welche Noten was sind. Und wir sehen Scherzo, 24 Takte, Trio 7 Takte, Herrgott, wir loben, dieses volles Werk. Die Fuge hat er nur 3 Takte gehabt. Gratulation ist eines seiner Werke, das er zitieren wollte. Auch lustigerweise hat er in seinen Handschriften ein paar Noten verändert, auch in der Pathetik, die er verwenden will, die er dann auch später hört, zu 6/8-Takt. Und dann gibt es natürlich sehr viele Briefe und Scribbles, die er gehabt hat, um diesen Korpus zu machen. Und wir haben...
da seht ihr schon, da ist jetzt wirklich schon AI dahinter, wie es weitergeht, ohne Bruch. Wir haben, das wird zu weit führen, hier diese Quiz gemacht, aufzuzeigen, wann wird es AI und wann ist es Beethoven. Das wurde vor einem Jahr auch live aufgeführt in Bonn als ein kleiner Teaser. Aber ich leider haben wir nicht sehr, sehr viel Zeit, jetzt laufe ich da gleich weiter. Markus Dussertor hat ein ganz tolles Buch, Creativity Code, das ich allen empfehle, über Kreativität und AI. Und er sagt, es gibt da drei Arten von Kreativität. Exploratory Creativity, das ist, was wir im Barock haben, wo Dinge einfach weiterentwickelt werden. Und Beethoven war sicher mehr als das. Er hat nicht nur weiterentwickelt, er hat kombiniert, wie zum Beispiel Architekten wie Zaha Hadid mit diesem irrsinnig tollen Gebäude oder wie Malevich, Mondrian, die einfach wirklich ganz neue, verschiedene Zweige der Kunst zusammengebracht haben. Und da ist die AI natürlich fantastisch. Ich kann der AI sagen, nimm die Kunst der griechischen Vasenentwicklung und kreuze die mit Schubert Sonaten, was wir uns nicht vorstellen können, aber die AI kann das machen und dann können wir vorstellen, was ist da, was für Proportionen kommen da heraus. Da wird es wirklich interessant und da gibt es Transformational Creativity. Und da ist, finde ich, Beethoven gerade an dem Punkt, es ist vielleicht nicht so wie ein Picasso oder Schönberg, dass ein ganz neues Ding kommt, wie wenn jetzt Stadien kommen von Gas zu zu Solid. Und es ist kein Quantumsprung in dem Sinn, aber es geht in die Richtung hin. Auch hier hat natürlich die AI einen wahnsinnigen Vorteil, was absolut Zufälliges Neues zu machen. Aber wie war das früher, wo wir nicht die AI gehabt haben, um der Kreativität zu helfen? In Ancient Greek hatten wir die Muse, die uns geholfen hat, kreativ zu sein. Lustig ist, dass selbst mit solchen Bildern es sehr, sehr pure war und sehr serene. Hat sich dann geändert ein bisschen später, ist man schon ein bisschen üppiger geworden, so 500 Jahren, Pegasus und Parnassus hat gemeint, das ist die inspirierende Kraft der Kreativität. In der nahen Vergangenheit gab es die Groupies und chemische Substanzen, die sehr mitgeholfen haben. Jetzt in der nahen Zukunft Genies wie die Björk, die immer wieder neu inspiriert und neue Dinge findet und wirklich Neues macht. Und das ist dann halt irgendwo wirklich die Zukunft mit Rechenzentrum, Quanten, Computer, dass diese, der Binaural Code da unten ist das Wort Zukunft, Future. Im Kopf haben wir etwas irgendwie ganz anderes und da kann sich jetzt jeder viel mehr sagen. Wenn du willst, danach, da gehe ich gar nicht hinein. Es ist interessant, dass wir Musik in allen Teilen im Kopf erleben und wiederleben. Und wenn jetzt ein Tenor unter MRI eine Arie singt, leuchtet die vielleicht hier im rechten Zentrum auf. Wenn er ein Ding Prima Vista singt, das er noch nie gesehen und gehört hat und Computer generiert ist, also wirklich auf absolut zufällig, ist es im Linken ähnlich, wie wenn ein Nagel einschlägt. Und das bringt mich jetzt zu Ahmed Elgamal, der sagt, das sind seine Bilder, die er analysiert hat und Neues kreiert hat, und das hängt jetzt schon im Louvre. Eben, es muss originell sein, original sein, und es muss einen Einfluss auf spätere Kopien haben, dass wir Kreativität haben. Hier haben wir jetzt den Trailer, den ich vorspiele. Das ist der von Telekom entwickelt, der ein bisschen über das Projekt spricht. When Beethoven died in March 1827, a part of his legacy were 40 sketches of an unfinished 10th symphony. In 2021, his work is being completed by an artificial intelligence. Uns gefragt, was kann die KI in der Kunst, in der Musik schon heute? Kann man eigentlich die 10. Symphonie von Beethoven mit KI zu Ende komponieren? He was a radical innovator, always taking the new technologies of his time, and now we're taking the new technologies of our time to advance musical creation.
Wir haben einen Weg gefunden, wie man die Ideen von Beethoven in die KI reingibt und sie führt sie weiter. Beethoven selber war ja immer aufregend, er war ein Rebell, er hat immer was Neues gemacht. Das ist der Vater der modernen Musik. Wir freuen uns sehr auf die Uraufführung der durch KI vollendeten 10. Symphonie. Ob sie Beethoven selbst so komponiert hätte, was er davon halten würde, werden wir nie erfahren. Aber Millionen Menschen können es hören und gemeinsam erleben. Zum Schluss gehört Thema der Pathetik mit ein paar Noten geändert. Wir haben das hier aufgenommen in Wien Synchronstage und wir brauchen noch immer Menschen, die sich erfreuen, die sich über das, was gemacht wurde und erschaffen wurde als ein Projekt. Und es ist sicher einzigartig, eine Symphonie ohne Constraints so zu schaffen und erschaffen. Ich zeige noch ein bisschen von deinem Scherzo-Thema, wie es aufgenommen ist. Auch bei der Orchestrierung hat die AI sehr viel mitgeholfen und vorgeschlagen. Und wir haben da Reversed Engineering gemacht. Wir haben Liszt seine Klavier-Arrangements von seiner Symphonie genommen und haben der AI damit beigebracht, was wir herausbekommen haben, die ersten Teile von der AI waren im Prinzip Klavierauszüge und die dann orchestriert werden mussten. Jetzt, wenn wir gelernt haben, wie der Klavierauszug Liszt zu der richtigen Symphonie gestanden ist, hat damit die AI gelernt, wie sind die Zusammenhänge, welche Themen wo gespielt werden, welche Instrumentengruppen was spielen können und dürfen. Das war wahrscheinlich der schwierigste Prozess, wo noch sicher viel gearbeitet werden muss, um das hundertprozentig fließend rüberzubringen. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, es ist kein System, wo jetzt jemand 2 Euros einwirft und unten kommt dann eine Flasche mit einer neuen Symphonie raus. Es ist sehr, sehr viel Arbeit rundherum und eine Zusammenarbeit, eine sehr kreative Zusammenarbeit mit der AI. Es gibt hier noch den Refik Anadol, der mit KI zutiefst arbeitet. Er ist türkisch geboren, lebt in Los Angeles und wir arbeiten viel mit ihm zusammen. Und er macht jetzt mit uns ein Mozart-Projekt. Und er bringt Massen von Daten, visuellen Daten zusammen, macht damit Sinn über Information Design. Zum Beispiel hat er eine Studie gemacht über Cellphone Antenna Energy in Los Angeles combined with Wave, like the actual waves vom Ozean. Und wie das ausschaut. Und da gibt es faszinierende Bilder. Wir werden etwas machen, wo wir sehen, wo Mozart aufgeführt wird gerade und bringen diese ganzen Daten zusammen und machen was Neues. Wie das ausschauen wird, ist zum Beispiel das. Jedes dieser kleinen Felder hat die Information von einem aufgeführten Mozart-Werk. Hier ist noch, wie Musik triggern kann. Das ist ein Ding, das ich in meiner Jugend gemacht habe, zum Teil-Ding. In 3 Sekunden hat es den Effekt, ein Audio-Branding zu machen, wo die Leute sofort, die Zuhörer wissen, was, wie, wann, wo passiert. Das Wichtige da ist hier Listening, Hearing. Es ist wichtig bei so einer Musik, dass man die eigentlich nicht aufmerksam hört, sondern unbewusst ist. Dieses Ding hat geholfen, dieser Firma 80% mehr Brand Awareness in einem Jahr zu bekommen. Von einer Firma, die das Produkt irgendwo drinnen hat.
Das ist eben auch ein anderes Ding der Musik, wie stark Musik sein kann. Aber ich will jetzt nicht zu viel reden und lieber gehen in Richtung Fragen und auch, dass Seda, glaube ich, noch ein paar Dinge sagen will und soll. Back to you. Du, klasse. Ich möchte eigentlich nur eine ganz kurze Sache zeigen, weil es mich im Moment sehr fasziniert. Computerkreativität ist etwas natürlich, was für uns mit Mindshift so relativ, wie sagt man, also selbstverständlich geworden ist in unserer Arbeit. Und ich finde das einfach wirklich richtig, richtig cool, weil Computerkreativität uns etwas zeigt, was ich euch jetzt einfach auch zeigen möchte. Das könnt ihr das sehen. Dieses Bild fasziniert mich, das ist ganz, ganz neu. Und da sieht man, wie Neuronen miteinander kommunizieren. Das ist ein Experiment im Petri-Dish, natürlich über Zeit so etwas rausgestretched. Aber dieses Bild ist für mich das Epitom, zu zeigen, dass Kreativität zwar sehr magisch ist, aber es ist keine Zauberei. Ja, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das auch verstehen. Wir sind dafür gebaut. Schaut euch das an. Es ist einfach, wie wir Connections schaffen in unserem Gehirn. Da sieht man natürlich jetzt nicht irgendwie, nur so, welche Melodien dabei jetzt gerade rauskommen. Aber wir kommen einfach der Sache, glaube ich, immer ein Stückchen näher. Und das wollte ich einfach nur mal kurz gezeigt haben, bevor wir jetzt in die Diskussion gehen. Obwohl ich denke, das sind ja Elektroimpulse, wie das kommuniziert. Und die natürlich Frequenzen und Patterns haben, die jetzt nicht unbedingt eins zu eins übersetzt werden müssen, aber die natürlich sehr wichtig sind und die Bausteine von dem, was wir da haben. Ja, also es ist ja auch so, wir kriegen so viel Input über den Tag. Ich meine, Kreativität ist jetzt natürlich nicht etwas, was nur im Gehirn entsteht, sondern wir bekommen ja die Inputs den ganzen Tag über verteilt durch Sinnesorgane. Unser Background, unsere Geschichte spielt eine total wichtige Rolle. Das, was man gegessen hat, spielt eine Rolle. Es gibt einfach sehr viele Faktoren, die da hineinspielen. Aber ich glaube, wie gesagt, ich finde das einfach sehr gut, dass wir jetzt mittlerweile in der Lage sind zu zeigen, die Sache ist keine Zauberei. Ja, es gibt nicht mehr nur die Kreativen, die irgendwie ganz toll sind. Ich meine, wenn wir in der Lage sind, einer Maschine sowas beizubringen, werden wir wohl in der Lage sein, dass mehr Menschen auch kreativer werden.